Willkommen zu Let's Play Skyward Sword für Nintendo Wii. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Quests gemacht, haben dies und das Geheimnis gefunden. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, jetzt geht's wieder ins Eingemachte, denn jetzt möchte ich gern zum Feuertempel, also zum... Weiß nicht, wie das... Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ich nenne es einfach spontan mal Feuertempel, weil es halt auf dem Vulkan Eldin steht. Ja, und das ist eine Verallgemeinung für diesen Tempel sein soll. Wir werden gleich sehen, wie er heißt, wenn wir drin sind. Den Schlüssel haben wir schon, das haben wir schon gemacht in einem von den letzten Parts. Ja, und jetzt würde ich sagen, heben wir uns auf in die Lüfte. Zurück nach Eldin. Ja, auf geht's. Tränke habe ich jetzt noch nicht. Das hat noch Zeit. Vielleicht finden wir noch eine Fee. Die können wir dann einfangen später und benutzen. Die werden auch praktisch, würde auch reichen. Denn, ja, der ist nicht wirklich schwer. Ich finde es sogar nicht einfach, wenn man die Strategie raus hat. Beim ersten Mal, muss ich sagen, hatte ich da schon ein paar Probleme. Allerdings, weil ich da nicht ganz begriffen habe, wie er funktionieren soll. Heute ist es ja der Fall, zum einen ist vielleicht so damals mein Skill besser. Und zum anderen weiß ich, wie er funktioniert. Denn es ist wieder nicht blind. Ich habe 2014 durchgespielt. Und ich weiß, wie sämtliche Bosse dieses Spiels funktionieren. Wie gesagt, es war mein erstes Wii-Spiel. Ist und bleibt es für immer. Und, muss sagen, auch mein bestes Wii-Spiel bisher. Und zack. So, dann wollen wir mal den mysteriösen Tempel betreten. Let's open it! Es ist ein sehr heißer Tempel. Tempel des Erdlandes. Ach so, hier ist der. Okay. Das eine war Himmelsblick und das ist halt der Tempel des Erdlandes. Mit wieder einer richtig coolen Musik. Ich liebe die Musik dieses Spiels, das ist so genial. Das brauchen wir nicht, das ist bloß eine Speicherstatue. So, mal schauen, welches schöne Item wir finden. Naja, ich weiß es ja schon, aber lasst euch überraschen. Okay, das war jetzt nicht ganz nice. Das kriegst du wieder. Ich würde sagen, wir gehen mal darüber. Ah, ein Magma! War das, glaube ich. Oder? Das sah aus wie ein Magma. Ja, es ist ein Magma. Verflucht! Alles voll Ungeheuer! Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und einem komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Das ist alles voller Ungeheuer. Halt dich lieber raus. Es ist viel zu gefährlich. Puh, hab doch keine Angst davor. Gut, sein Kumpel wird noch wertvoll sein. Später. Aber das merkt ihr noch. Was haben wir schönes alles? Rubies, Rubies und noch mehr Rubies. Schön, dass du mir zustimmst, Link. Wow!
überall ist gutes Zeug drin. Es gibt auch mal Gegner. Anscheinend ist hier sonst nichts weiter. Boah, ich liebe die Musik hier. Ich sag's immer wieder. Das ist richtig genial. Oder noch mehr. Ja, toll. Und auf volle Kanne reinrennen ist natürlich sehr optimal. Das ist bestimmt, ja, ein Dampfloch. Und wo ein Dampfloch ist, heißt das, dass hier oben noch was ist. Und das stimmt auch. Und was haben wir hier drin? Rubine. Und zwar 20 Stück. Was für ein Glück. So, weiter geht's. Also ich finde, dieser Feuertempel ist humaner als der zweite Feuertempel in Tri-Princess, also der zweite Tempel insgesamt. Weil, ja, der war doch ein kleines bisschen kernig, der Feuertempel in Tri-Princess, also der zweite Tempel. Der ging zwar auch, aber der hier ist ein bisschen einfacher gestrickt. Und falls ihr euch fragt, warum an der Tür ein Drache ist, das werdet ihr später noch sehen. Es gibt nämlich viele Anzeichen hier in diesem Tempel auf Drachen, aber zu den Drachen und den ganzen Zeichnungen, dazu kommen wir im Verlauf des Let's Plays. Es ist noch lange nicht vorbei. Nicht nur zwei Tempel, nein, es kommt noch wesentlich mehr, dann könnt ihr schon mal freuen drauf. Ah, das war jetzt falsch. Ich habe jetzt wieder den Käfer falsch bedient. So, da drüben. Das müssen wir nämlich zerschneiden. Dann geht die Treppe nämlich ganz runter. Ich liebe diesen Sound. Gebieter, ich habe ein neues Typus von Gegnern in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst körperliche Fähigkeiten. zu besitzen. Ich schlage vor, ihn Stücken von Z anzuvisieren und mit Hilfe von zu rufen, damit ihr weitere Informationen geben kann. Ja, in anderen Worten so. Das ist ein Exalfos. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ein Exalfos zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schilderpad zu finden. Du hast den Genotyp bis 0 mal besiegt. Aufgrund der nächsten Zahl ist eine genaue Analyse unmöglich. Ja, Exalfos, die kennen wir nämlich bereits von anderen Zelda-Spielen, wie zum Beispiel Ocarina of Time. Nochmal schauen, wie denn. Ach so, ich glaube, ich verstehe, wie er funktioniert. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Komm her, ich mach dich fertig. Brauche ich kein Schild für. Den schaffe ich auch so. Und wir haben einen Äxtenschwanz erhalten. Streitkolumnen, das vielleicht sinnvoll verarbeiten. Ja, ich glaube, die brauchen wir später mal. Unsere Liste ist fast voll, was Items betrifft. Das finde ich nice. Ah, da waren viele Rubine drin. Und ein bisschen Eldin-Erz. Schmuckschädel brauche ich noch einen. Dann kann ich nämlich mein Schild aufrüsten. Da, 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 da. Ah, Dekokerne. Können wir eventuell auch gebrauchen. Nur die Tasche für die Kerne brauchen wir, glaube ich, nicht. Weil, ja, ich glaube nicht, dass ich sie so oft benutzen werde, diese Kerne. Okay, der Gevatter da vorne spuckt mit Feuerbällen. Und den können wir jetzt so noch nicht treffen. Dazu müssen wir, glaube ich, irgendwas anderes noch vorher machen, um da jetzt hinzukommen.
mal überlegen, wie war denn das jetzt gerade hier? Ach so, das kann man anzünden, richtig? Bums! Genau diese Kugel wollten wir nämlich haben. So, auf dieser Kugel können wir jetzt nämlich laufen. Allerdings müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr zu lange darauf lauft, dann kann es passieren, dass ihr einfach mal... abstürzt. Deswegen solltet ihr das Ganze ein bisschen mit Balance machen. Ah, sein Kumpel. Verflucht. Sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Fairy. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Ich bin abgehauen und muss sie dabei wohl verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne die Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt ein Monster, sie... Bringe bitte meine Bombentasche wieder. Okay. Dem Gevatter müssen wir seine Bombentasche wiederbringen. Die geklaut wurde. Gut, wahrscheinlich könnt ihr euch denken, was dann passiert. Bei dem Wort Bombentasche. Ist ja sowieso auch ein Standard-Inventar bei Zelda. So eine Bombentasche. Aber naja, wir werden gleich sehen, was passiert. Wenn wir die Bombentasche haben. Und was gibt's denn hier oben Schönes? Rubine. Und ein Bernstein-Halbmond. Yeah, super. So gefällt mir das. Weggesteckt. Ja, das. Nee, brauchen wir nicht. Hier oben gibt's nichts weiter. Wir können jetzt hier rausspringen, müssen abkürzen, aber das war's auch schon. Ich glaube, wir müssen gerade sogar hier lang. Okay, zwei von den Echsengevattern stehen da vorne rum. Das heißt... Na? Kommt euch das Feld bekannt vor? Wow, gegen zwei von euch! Zwei gegen einen, das ist nicht fair! Was ist los? Mann gegen Mann? Na komm schon! Oh, zwei ist aber nicht... Zwei ist aber nicht fair. Ja, sein Schwanz macht schon ordentlich Schaden. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Gut, mit Schild geht's vielleicht ein bisschen besser, aber gut. Draufkloppen hilft auch manchmal. Ganz gut. Zwar nicht immer, aber bei denen hilft das schon. Warte mal, was hat er gerade hier? Keine Ahnung. So, ja, ihr könnt euch denken, was da drin ist. Lässt sich schon ahnen. Es ist die Bombentasche. Ist das nicht bombastisch? Ein weiteres Item. Da oben sieht es aus, als wäre da was, aber da kommt man nicht hin. Da ist doch was da oben. Aber man kommt nicht hin. Hier, seht ihr? Diese Position, wo die Lava ist. Ah, da muss irgendwas sein. Weil, ihr seht, da oben
ist eine Stelle zum Aufspringen. Da hinten scheint auch was zu sein. Aber irgendwie sehe ich auch keine Stelle. Na komm, gehen wir mal zurück. Vielleicht gibt es später noch eine Möglichkeit, dass wir so Plattformen spawnen könnten. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es später. Ah, was liegt denn da noch rum? Ah, oh, ein Halbstein-Bernmond. Bernstein-Halbmond. Halbstein-Bernmond. Egal. Meine Bombentasche! Vielen, vielen Dank! Dann gib sie mal her. Moment, ich soll sie leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach der kleinen Freundin sehr gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Hat ja Sorgen mich gemacht. Es tut mir leid. Du musst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Und jetzt gehört die Bombentasche uns. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Nice. Er gibt uns ein paar Bomben. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Dann aufheben und B drücken, um sie einzustecken. Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du Donnerblumen findest, solltest du die Vorräte auffüllen. Ja, mit der Zeit passen noch mehr da rein. Da müssen wir... Die Tasche kann man übrigens upgraden. Glaube ich gerade zumindest. Ich habe es noch nie probiert. Es gibt so viel, was ich noch gar nicht probiert habe in dem Spiel. Will ich alles nachholen. Wie gesagt, das ist mein zweiter Run. Für dieses Spiel insgesamt. Ich habe es ja bereits einmal durchgespielt. Allerdings habe ich dort verdammt viel vergessen damals. Und das will ich einfach nachholen. Ich möchte es so viel besser machen als damals. Du kannst mir nicht entkommen. Ja, da kommen wir nicht ran. Ich werde mal die Gunst ja schon nutzen und hier abspeichern. Ja, man kann mit den Statuen noch nach draußen gehen. Allerdings wollen wir das jetzt nicht. Erst mal schauen, wo wir hier sind. Wir sind relativ in der Mitte. Wow, ich habe gar nicht den Schleim bemerkt. Mir gefolgt ist. Da springen wir mal gleich weg. Mal schauen, was da drüben auf der anderen Seite ist. Ah, ein nächster Gegner. Der macht mich, glaube ich, fertig. Also eigentlich ist es so, dass wir auf sein Deck machen müssen und da müssen wir dann diese durchschlagen. Zum Beispiel, wenn er so unten, also wenn er unten links deckt, dann müssen wir oben rechts schlagen. So in der Art. Das brauche ich aber dringend mein Herz, ansonsten bin ich hier gleich tot. Ja, es kann passieren, dass ich auch mal sterbe. Das ist aber nicht mal ganz normal. Ist ja kein No-Death-Run. Das wäre ja Quatsch. So. Ja, ich bin... Achso, ist bloß so ein Typ. Die sollten mich nicht treffen, ansonsten bin ich so gut wie tot. Die gehen sogar noch. Die Typen da sind schlimm. Die komischen Frösche. Ja, das war's, glaube ich. Weil es war... Oh, ich habe noch ein halbes Herz. Ha!
Okay, das hab ich jetzt nicht gesehen. Schade, ich wollte gerade springen. Ja, natürlich. So, fangen wir an. Ach, beim Speicherpunkt, das ist nett. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Skyward Sword. Bis! Dann, Leute. Ciao.